Hi Leute, hier ist wieder eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts 3. Im letzten Part waren wir, waren wir auf der, dieser Insel da, wie hieß er nochmal, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie sie hieß, irgendwas mit, Los Mastilies, aber ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich kann ja mal hier gucken, ja, genau. Isla de los Mastiles. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und wir müssten theoretisch hier hin. Ich möchte mir aber diese Inseln hier angucken. Diese auch. Und diese Inselgruppe und das Archipel, das möchte ich mir alles nochmal angucken, bevor wir hinfahren. Und ich weiß nicht, kann ich mir... Also ich fahre jetzt schon mal los. Ich kann mir ja die Karte hier nebenbei so vorhalten. Also wir müssten jetzt hart nach... Ah, ich bringe Steuerbord und Backbord immer durcheinander. Also werde ich jetzt einfach sagen, wir müssen jetzt von Sora aus gesehen, müssen wir nach links. Aber ich werde erstmal die Felsen hier überwinden, bevor ich nach links gehe, um der Leviathan jetzt nicht zu sehr zu schaden. Genau, hier ist ein Mogri-Dings. Ja. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber okay. Wir haben hier jetzt auch so eine kleine Minimap. Ich hoffe, dass die auch reicht, dass wir uns noch was ansehen können. So, noch ein kleiner Temposchub. Ich muss ehrlich sagen, diese Schiffssteuerung gefällt mir richtig. Ich finde es auch witzig, wie Sora hier einfach rumsteht. Und wow. Ach, nicht schon wieder. So, du bist erledigt. Wenn man die grünen Dinger trifft, scheinen sie ja sofort weg zu sein. Vom Fenster. Na los. Sehr gut. Da sind noch welche. Wo? Ach, da hinten. Na, noch schießen die nicht auf uns. Ich mache aber zur Sicherheit. Was? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Hm, das dachte ich mir nämlich auch. Genau, da vorne wollte ich hin. Nee, das ist doch Port Royal, oder nicht? Ja doch, das ist Port Royal. Da wollte ich ja gar nicht hin. Oh, noch mehr Schiffe. Naja, es ist jetzt keine schlechte Idee, um noch ein bisschen zu leveln. Sehr gut. Sehr gut. Wow, Goofy hat ein Level abbekommen und ich sollte ein bisschen mehr auf den Wasserwall setzen. Wir haben außerdem ein paar weiße Kram noch gekriegt. Wir sind irgendwie immer noch total weit weg von dem, was ich wollte. Wir müssen jetzt von hier aus... Nein, ich will nicht zur Isla de los Mastilles. Ich weiß. Richtig, und deswegen will ich ja auch gerade diese ganzen Vorbereitungen hier treffen, Sora. Mal sehen. Oder muss ich hier vielleicht irgendwie hochklettern? Auf diese Felsen? Ist das vielleicht die Insel? Es sieht zumindest danach aus. Ich kann es ja mal versuchen. Also, ich kann jetzt höchstens hier hoch. Na? Willst du wohl. Genau, Sora. Das machst du richtig. Wow. Nee. Und jetzt will ich mal gucken. Nee. Macht er nicht. Schade. Gut, dann lasse ich mich mal wieder fallen. Und dann segeln wir noch ein Stückchen. Beziehungsweise ich check noch mal kurz die Karte. Doch, wir sind eigentlich da, wo ich hin wollte. Aber wenn das jetzt nur ein Felsengemisch ist und ich da gar nicht hinkomme, dann ist das ja auch blöd. Hm. Ich bin vorsichtig, Goofy. Keine Angst. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Ich wollte stoppen. Stopp, stopp, stopp. So. Muss noch ein bisschen üben, was das angeht, wie mir scheint. Was ist eigentlich, wenn ich hier tauchen gehe? Finde ich hier irgendwas?
Ist der Eingang zu dieser Insel vielleicht weiter unter Wasser? Das ist jetzt auch mal so eine Frage, die ich mir stellen sollte. Ich meine, hier wird ja sehr, sehr viel mit solchen Sachen geklärt. Okay, also hochklettern können wir hier nicht. Nee, es scheint so, als wenn wir hier wirklich nicht irgendwas machen können. Dann machen wir mal Windschritt und suchen uns was anderes. Das ist schade. Ich hätte gedacht, dass die Insel wirklich so groß, wie sie ist, auch erkundbar ist. Na gut, dann, ja, dann machen wir uns mal nach da unten hin. Da unten scheint ja auch noch was zu sein. Da müssen wir dann aber mit etwas mehr Tempo hin. Ach, verdrückt. Entschuldigung. Ich habe ein bisschen länger kein Kingdom Hearts aufgenommen. Ich hatte ein bisschen viel zu tun. Mit der... Wow! Arsch. So, komm her, du. Ja, super. Fantastisch. So viele... Alter, so viele Schiffe auf einmal. Ich bin Stufe 4, Leute. Nicht Stufe 50, gefühlt. Bin hier gleich am Verrecken. Na super. Das lässt ja hoffen. Also ja, ich verstehe, warum wir vorbereitet sein müssen. Ich habe gerade so Schiss, dass ich hier gerade sterbe. Komm schon! Ein Glück. So, sehr gut. Wir sind jetzt im südlichen Gewässer. Und da scheint was zu sein, was ich erkunden kann. Das ist super. So, bis da vorne und dann können wir da auch hin. Sehr gut. Jetzt können wir abbrechen. Hier wird wohl sehr viel Tauch-Action sein, nehme ich mal an. Ja. Das ist also die Sandbankinsel. Hier wird es bestimmt viel zu tun geben. Und wahrscheinlich auch viele weiße Krabben. Es würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn es hier viele gibt. So. Prügeln wir uns hier nochmal. Oh, das kann ich nicht angreifen. Alles klar. Nochmal heilen. Ja, natürlich. Zutaten. Immer wieder Zutaten. Als ich mich vorhin auch nochmal eingespielt habe für den Part, da hat Donald auch wieder seinen wundervollen Spruch gebracht. Mit den Zutaten. Ja, es ist Zeit, die Meere zu befahren. Bla, bla, bla. So. Hope we find some ingredients around here. Hier auch? Ah, wahrscheinlich unter Wasser. Da wird wahrscheinlich wieder irgendwas Krabbenartiges, Muschelartiges sein. Könnte ich mir vorstellen. Hier sind doch wieder weiße Krabben. Aber absolut. So, gib her. Kommt her. Ich brauche nicht mehr so viele. Ja, wunderbar. Die Leviathan hat wieder ein Level up. Und wir haben hier eine große Kiste. Sehr schön. Was kriegen wir hier? Ah, die Karte der Insel. Alles klar. Wahrscheinlich über Wasser und unter Wasser. Finde ich sehr gut. Ah, mal sehen. Gibt hier noch irgendwo eine Krabbe? Nö. Okay, gucken wir uns mal hier um.
Ich mag die Musik. Also sie ist auf jeden Fall, passt sie gut zur Stimmung. Sagen wir es mal so. Okay, da oben werden wir wohl nicht hin können, aber wir werden hier tauchen können. Denke ich mal. Na, lässt du mich tauchen? Dankeschön. Oh. Moment, was war da? Ah, ein Hummer. Ich hab's geahnt. Und wahrscheinlich ist bei den Fischen auch noch was dabei. So das ein oder andere. Ja, da vorne sehe ich auch schon wieder Muscheln. Ja, ja, bla, bla. So, mal sehen. Nee, hier scheint auch nichts zu sein. Und vor allen Dingen, ich weiß ja jetzt auch nicht, wie sich der Bosskampf zusammensetzen wird. Wenn das jetzt nämlich eine Mischung aus Schiffskampf und normalem Kampf wird, dann sind wir ziemlich aufgeschmissen, meiner Meinung nach. Wenn wir die Leviathan nicht aufleveln. Das ist auch so ein Grund, warum ich mich jetzt hier umsehen will. Ich will ja nicht sowas haben wie am Anfang der Welt, wo ich was vorspulen musste. Also klar, wenn es jetzt passiert, dann kann ich es nicht vermeiden, aber Vorbereitung kann man wenigstens treffen dafür. So. Mal ein bisschen speeden. Sehr schön, Level 38. Vielleicht kriegen wir ja Level 40, bevor wir die Welt verlassen. Das wäre zumindest ein anstrebbares Level für mich jetzt persönlich. Oh, Krabben, Krabben, kommt alle her zu mir. Wir sind bestimmt wieder welche aus, durch den Lappen gegangen. Was mich sehr ärgert. Wir haben Barsch gefunden. Mal sehen. Ich gehe mal in die Richtung kurz. So, hier ist jetzt nichts weiter. Moment, was war da? Zwischen den Felsen? Gar nichts, okay. Und hier. Hm. Oh, da ist eine Kiste. Ein Orichalkum. Nice. Je weniger Arbeit wir mit den Dingern haben, desto besser. Falls wir in Richtung eines gewissen Schlüsselschwertes, Ultima namentlich bekannt vielleicht, ob wir das da vielleicht brauchen, ne? Also das überlege ich halt gerade. Und je weniger wir Orichalkum suchen müssen, desto leichter haben wir es, Ultima zu schmieden. Hm? Wobei ich will jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht über Ultima nachdenken. Ich meine, wir haben zwar schon einige Zeit hinter uns, aber wir müssen uns ja auch nicht unnötig overpowern. No. Hey! Kommt sofort wieder her, ihr Fischies. Ich will nicht, dass Donald wieder den Ingredient-Spruch sagt. Jetzt kommt her! Noch mehr Barsche. Bäh. Wieso erinnert mich das gerade an Animal Crossing? Du hast einen Seebarsch gefangen. Ach, das nervt immer so. Fast so sehr wie diese Eier. Weil gerade ist kurz vor Ostern, wenn ich diesen Part aufnehme. Und
Naja, die Eiersuche da geht mir auf den Geist. So ein bisschen inzwischen. Oh, ich find's schön, wenn die so Regenbogen leuchten. Das sieht cool aus. Ich vermute ja, dass die Farbe wechseln anhand dessen, was für Magie man auf die lange genug anwendet. Noch mehr Barsche. Komm her, Krabbe. Ganz, ganz viele weiße Krabben. So, wo sind wir jetzt gerade? Ich glaube, wir haben eigentlich die Runde jetzt soweit geschafft. Ja, eigentlich sind wir hier soweit durch. Es ist jetzt nicht so viel passiert bis jetzt. Ich denke, wir können noch, wenn die nächste Insel nicht zu weit weg ist, noch zu einer Insel fahren wieder. Ah, warum mache ich das nicht einfach? Oh, weil er es noch nicht anzeigt. Meh. Ja, dann mach doch auch, wenn ich dir das anzeige. So. Sehr schön. Da unten ist noch eine. Da und hier und dort können wir noch hin. Obwohl, vielleicht starte ich besser vom Archipel aus. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Da war auf jeden Fall viel zu erkunden. Und so sparen wir uns auch diese ganze, naja, auf die Fresse Bekommerei, falls ihr versteht, was ich meine. Ich meine, klar, okay, wir können aber immer noch Seeschlachten machen, wenn wir uns die Inseln rundherum angucken. Ne? Nein, Rufi, noch nicht. Wir setzen jetzt erstmal Segel für irgendwelche kleinen Inseln hier in der Nähe. Sehr gut. Ein Glück gehen uns die Kanonenkugeln nicht aus, ne? Das wäre ja noch besser, wenn wir mittendrin so einen Cooldown für die Kanonenkugeln hätten oder sowas. Oh, da würde ich ja richtig durchdrehen. Okay, hier können wir hin auf jeden Fall. Du bist blöd. So, jetzt... So, wo bist du? Da bist du. So, sehr schön. Sailing the open seas is the best. Also. Finde ich jetzt nicht wirklich. Aber okay. Also es ist okay. Wären jetzt nicht die ganzen blöden, naja, die ganzen Sachen hier unterwegs mit den ganzen Sachen, dann wäre es entspannt. Aber so an sich finde ich es jetzt nicht ganz so sehr. Na gut, tauchen wir lieber nochmal ein bisschen. Ist jetzt natürlich ein kleines bisschen... Naja, eintönig nur durchs blaue Nass zu schwimmen. Aber wir wollen ja möglichst schnell zur Insel kommen, ne? Ich glaube, da vorne ist sie schon. Steigen wir mal ein bisschen hoch. Ja. So, was haben wir da vorne? Sehr schön. Kleine, aber feine Insel.
sehr abgelegen. Duktilsteine gibt es hier bis jetzt. Weiße Krabben. Na, kommt mir hier mal her, ihr Krabben. Und ihr Herzlosen natürlich auch. So. Nein, wir rufen jetzt nicht noch ein Piratenschiff. Na? Wo sind die denn? Sind sie schon weg? Ha, haben sie wohl verkrochen, die Feiglinge? Feiglinge, Feiglinge. Ihr wollt euch nicht mit mir anlegen. So. Hey. Danke. Hier scheinen viele Krabben zu sein. Fällt mir so auf. So, sehr schön. Ich erledige ihn auch nochmal. Hier wäre so ein Trio-Rodeln wieder ganz interessant, glaube ich. Einfach in einem Rutsch ganz viele Krabben auf einmal sammeln. Das wäre es jetzt. Oh, jetzt bist du dran. So, ich nehme das Schlüsselschwert wieder. Haben wir ja lange nicht mehr benutzt. War natürlich ein Witz. Sehr schön. So, die Krabben haben wir hoffentlich alle gekriegt. Noch ein Herzloser. Weg mit dir. Und der nächste. Ja, ich weiß, ich hätte mit Windschritt das Ganze noch ein bisschen beschleunigen können. Aber in der im Eifer des Gefechts bin ich da gerade nicht drauf gekommen. So. Weiter geht's. Ei! Hört ihr wohl auf abzuhauen, ihr komischen Krabben? Ja, ich habe auch welche. Oh, hier sind ja ein Haufen Krabben. Wow. Die Insel ist ja hier voll mit Krabben. Also wirklich an jeder Ecke. Ich habe hier, glaube ich, schon gefühlt 50 Krabben gefunden, wenn nicht sogar mehr. Wir müssen hier ein Nest haben. Hier auch. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir jetzt noch ein Level schaffen. Wenn wir hier mit der Insel fertig sind. So. Oder wir werden zumindest kurz davor. Ich meine, jetzt sind wir es ja auch schon. Ich meine, mit nur 17 Krabben übrig. Wir waren ja fast schon mehr. Nein, nee, in Port Royal waren ja ungefähr 500. Die nicht gezählt haben im Allgemeinen. So. Steinpilz, cool. Mal sehen, haben wir noch irgendwas? Irgendwas hier. Was auf Krabben schließen lässt. Hä? Was war denn da? Ich hab da gerade was blitzen sehen. Okay. Hier scheint jetzt nichts zu sein. Mhm.
Ah, hier. Wusste ich doch, dass sich hier noch welche verstecken. Sehr gut. Und wenn ich jetzt hier tauche, kriege ich da auch noch was? Mal sehen. Ist hier auch noch irgendwas Schönes? Machen wir einmal eine Runde. Sieht nicht so aus, ne? Nee. Alles klar. Dann würde ich sagen, tauchen wir wieder auf. Oh, hier sind doch noch welche. Gott, ich finde hier immer mehr Krabben. Das ist unglaublich. Die haben hier ein Nest. Oder 5. Oder 20. Ich habe keine Ahnung mehr. Boah, sind das viele. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo unser Schiff ist. Ach, da hinten. Okay. Ja, ich denke, jetzt haben wir wirklich nichts mehr. Dann würde ich allerdings auch sagen, haben wir eigentlich wieder einen wunderbaren Part geschafft. Wir haben uns hier sehr viel im karibischen Gewässer umgesehen. Wir haben Materialien gefarmt, Zutaten gefarmt, Krabben gefarmt. Alles Mögliche zur Vorbereitung auf unsere Schlacht. Ich würde aber sagen, im nächsten Part setzen wir das Ganze nochmal fort. Und vielleicht im übernächsten Part können wir dann endlich mal hin. Ich meine, wir sind jetzt schon Level 7. Wenn wir so Level 9, Level 10 haben, falls es höher geht als 9. Ich vermute tatsächlich, 9 ist so irgendwie das höchste Level. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung. Kann auch sein, dass ich mich hier irre. Weil ich bin ehrlich, so hundertprozentig viel. Also, es sind zwar viele Inseln in der Karibik. Es sind auch viele Krabben in der Karibik. Aber wenn die Krabben nicht respawnen, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie das über Level 9 gehen soll. Hm. Oder ab dann muss man es kaufen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, im nächsten Part fangen wir dann wieder auf der Leviathan an. Ich werde noch offscreen wieder dahin zurückfliegen, fahren, schwimmen, wie auch immer. Und ja, dann geht's weiter. In diesem Sinne, bis dann, Leute. Bye, bye.